Okay, hallo zusammen. Zuerst kurz einmal, was ist die Free Software Foundation? Wir haben heute Morgen kurz davon gehört, oder besser gesagt die Free Software Foundation Europe. Das ist eine europäische Organisation, die sich für den Einsatz und Förderungen freier Software einsetzt. Dies hauptsächlich in politischen Gebiet oder in politischen Bereichen. Die Organisation ist in Deutschland ziemlich stark, darum ist dort in Deutschland und Brüssel der Einfluss relativ groß. In der Schweiz sind wir eher community-basiert und machen daher auch eher private Projekte. Nun haben wir heute ja auch Begriffe gehört wie freie Software und Open Source. Ich möchte diese hier als Synonym verwenden. Von der Free Software Foundation sprechen wir natürlich von freier Software. Was muss nun eine Software sein, damit sie als frei gilt? Eine Software muss 4 Freiheiten Ihnen gewähren, damit sie als freie Software und als freie Software kategorisiert wird. Dies ist erstens die uneingeschränkte Verwendung der Software. Das heißt, eine Software, die frei ist, kann Ihnen niemand verbieten, für einen bestimmten Zweck einzusetzen oder für einen Zweck nicht einzusetzen. Die zweite fundamentale Freiheit ist, dass Sie das Recht haben, die Software zu verstehen. Das bedingt natürlich, dass Sie den Source Code der Software haben müssen, dass Sie die Erlaubnis haben müssen, diesen Source Code zu studieren und zu analysieren. Drittens muss diese Software, müssen Sie das Recht haben, Kopien zu verbreiten. Es muss Ihnen also erlaubt sein, die Software Ihren Freunden zu geben, Ihren Bekannten zu geben und auch frei im Internet verteilen zu können. Und schließlich viertens, eine sehr wichtige Freiheit, auch dass Sie das Recht haben, die Software zu verbessern. Sie können ja die Software analysieren, Sie können sie verwenden, nun können Sie die Software auch Ihren Bedürfnissen anpassen und durch die dritte Freiheit auch diese verbesserte Software wieder weiter verbreiten. Wie ist das jetzt nun vielleicht noch im Kontext der digitalen Nachhaltigkeit? Wir haben vorhin ja das Beispiel gehört von der Software, die die Wahlergebnisse in Deutschland zusammenzählt. Diese Software wird von genau einer Person weiterentwickelt. Also sprich, wenn diese Person mal vielleicht nicht mehr ist, ist dort ein Problem. Dies ist jetzt, okay, dann kommen die Wahlergebnisse vielleicht ein bisschen später, aber stellen Sie sich vor, Sie setzen so eine Software ein, um Ihre Dokumente zu verwalten. Sie speichern also Ihre gesamte Software in solch einem System. Der Entwickler der Software ist nicht mehr, hat keine Lust mehr, gibt auf. Dann sind Ihre ganzen Dokumente verloren. Mit freier Software passiert Ihnen das natürlich nicht, da auch wenn ein Entwickler keine Lust mehr hat, die Software immer noch vorhanden ist und Sie weiterhin auf Ihre Daten zugreifen können und so weiterarbeiten können. Ja, ich bin, glaube ich, etwas früher fertig. Ich möchte Sie einfach noch bitten, wenn Sie auch Lust haben, finden freie Software ist eine gute Sache. Wir treffen uns in Zürich monatlich und auch in Bern soll eine Gruppe entstehen. Besten Dank.